willkommen bei Andreas Thienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Heute wieder mit dem Thema Deine Fitness, meine Aufgabe. Heute da was Spannendes. Ich muss mal gucken, dass ich nichts verwechsle in meinem Spickzettelchen. Ja, da haben wir schöne viele Punkte drauf. Und zwar habe ich da heute den Punkt: Nicht alles, was man bei Instagram und Co. bei den ganzen Plattformen auch zum Thema Fitness und Ernährung zu sehen bekommt, macht Sinn und sollte man auch nicht immer nachmachen. Was möchte ich damit sagen, ihr Lieben? Ganz einfach. Schaut mal, ich habe ganz oft in Beratung jung wie alt, also meine Jüngsten sind teilweise 16, meine Ältesten, was ich berate, sind über 60, der Älteste ist 78, also die 50 bis nach oben offen, die betrifft es in der Regel weniger. Die haben nicht mehr den Fokus, sie müssen ein Sixpack haben, sie müssen so und so toll aussehen, sie müssen aussehen Model, das zählt bei denen gar nicht mehr. Die haben einen ganz anderen Fokus. So, aber bei vielen Heranwachsenden, gerade 16, 17, 18, 19, 20, teilweise mit 25, 26, auch teilweise 30-Jährige, kommen zu mir, legen mir ein Bild auf den Tisch, und sagen zum Beispiel, so wie der hier aussieht, so wie die Dame aussieht, möchte ich aussehen. Oder kommen zu mir und sagen zu mir, pass mal auf, ich habe da die Übung gesehen von dem Typ da, der hat so eine Brust und solche Arme. Und der hat eine Übung gemacht, die habe ich noch nie gesehen. Und da habe ich dann eine Frau gesehen, kommen die meisten Ladies. Ich habe eine Übung gemacht, die habe ich noch nie gesehen und die hat einen wahnsinns schönen Po, einen tollen Hintern. So, ja. Das ist alles schön, recht und schön. Jetzt gibt es aber folgendes Problem. Erstmal das Problem Bilder bei Instagram. So, die meisten Bilder bei Instagram sind gerade auch im Fitnessbereich, gerade auch im Modelbereich, ihr kennt es, es gibt einen sogenannten Photoshop. Es gibt Bildbearbeitungsprogramme auch fürs Handy, da kann man Falten rausbügeln, da kann man den Mund größer machen, da kann man die Zähne weißer machen, da kann man die Augen zum Glänzen bringen, da bringt man die Haare zum Strahlen. Also all diese Techniken, die werden natürlich auch zu größten Anteilen in diesen Bildern und zum Teil sogar in den Filmen benutzt. Warum? Die meisten, die sich jetzt bei Instagram präsentieren, da hat es einen Hintergrund. Entweder sind Menschen, die jetzt im Anfangsbereich sind, sie ein Instagram-Profil aufbauen und die möchten Likes haben. Wie bekommt man Likes? Genau, indem man schöne Bilder postet, indem man sexy aussieht, indem man sportlich aussieht, indem man sogar zum Teil sehr außergewöhnliche Sachen macht. Kein Mensch guckt immer was Normales an, weder bei YouTube noch bei Instagram. Sondern es muss immer spektakulär sein, spektakuläre Übungen, spektakulärer Body, Wahnsinnsbrüste, tolle Lippen, toller Po, toller Bauch. So, also, was machen die meisten, die da reingehen, die überlegen sich, aber ich bekomme keine Likes. Wie verbessere ich jetzt meine Likes, indem ich eine Software, eine Bildbearbeitung mache? Nummer eins. Nummer zwei, gibt es natürlich auch ganz viele Profis, die jetzt auch so ein Instagram-Profil zum Beispiel verwalten. So, und ist natürlich marketingtechnisch ausgebildet. Die wissen, was die Menschen sehen wollen. Also wird auch gezeigt, was die Menschen sehen wollen. Und somit kommen natürlich hier ganz viele Bildbearbeitungen und Filmbearbeitungssoftware zum Einsatz. Und das führt dazu, dass in diesen Plattformen oft völlig unrealistische Bilder gezeigt werden. Dass hier auch völlig unrealistische Ziele gezeigt werden. Dass zum Beispiel Personen gezeigt werden, vorher, nachher, wo man hinkommt, man trainiert selber seit Jahren und sagt, wie macht er das? Wahnsinn, wie geht es? Okay, in vielen Fällen, bei 80-90% ist es nämlich keine realistische Zeitangabe. Das heißt, Vorher-Nachher-Bilder passen nicht realistisch zur Zeit. Warum? Ganz einfach. Was will der Endverbraucher hören? Will der Endverbraucher hören, der User will er hören, pass auf, um so auszusehen, brauchst du 3 Jahre, 4 Jahre. Denn die Models, die auf den Bildern sind, die trainieren teilweise 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, um so auszusehen. Und sie haben von Natur aus schon schöne Proportionen mitgebracht. So, und jetzt steht unten drunter 8 Wochen, 12 Wochen, 16 Wochen. So, und jetzt kommt der User und sagt, Mama Mia, das möchte ich auch erreichen. 12, 14, 16 Wochen, so möchte ich aussehen. So, und so entstehen
ganz unrealistische Erwartungshaltungen. Und das führt dazu, dass viele Menschen, die in diesen Sport einsteigen, dass die relativ schnell verzweifeln, weil sie merken, es funktioniert nicht, es klappt nicht, ich habe diese Veränderungen. Was passiert mit den Menschen? Sie sind frustriert. Sie sind frustriert, sie verlieren ihr Selbstbewusstsein, sie verlieren noch mehr Selbstbewusstsein und steigen aus diesem Sport eventuell aus. Oder sie gehen einen anderen Weg und versuchen natürlich zu manipulieren, auch im Bereich der Nahrungsergänzungen. Dinge zu kaufen, die zum Beispiel auf dem deutschen Markt nicht verkehrsfähig sind. Zum Beispiel Stoffe zu benutzen, die man nur in der Medizin benutzen sollte. Das führt dazu, dieses ganze Instagram, Facebook, YouTube führt zu einer völlig unrealistischen Empfindung des Neueinsteigers, des Users. Und das macht natürlich auch mir als Personal Trainer, Ernährungsberater ganz schön Probleme. Weil ich muss dann hergehen und muss den Menschen erstmal überzeugen, dass es so gar nicht möglich ist. Dass es völlig unrealistisch ist. Aber wenn man tausende von Bildern sieht und die sich alle wiederholen, dann sagt sich der Endverbraucher, aber Entschuldigung, was erzählt er mir hier? Das ist doch Blödsinn, da steht es doch eindeutig. Das ist der eine Ecke. Also völlig unrealistische Bilder, unrealistische Körperoperationen, die man einfach in dem Zeitfaktor nicht erreichen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die andere Geschichte, das sind irgendwelche Übungen. Ich zeige euch nachher auch ein paar. Ihr werdet ein paar sehen, ich schneide euch ein paar rein. Ein paar Übungen, die mögen vielleicht doch irgendwo für jemanden, der schon seit Jahren trainiert, damit sie nicht langweilig wird, kann die vielleicht mal einbauen. Aber einen tieferen Sinn haben die nicht. Ganz einfach. Wenn ich noch nicht annähernd die Muskelmasse habe, oder fangen wir anders an. Stellt euch vor, ihr seid Bildhauer. Ja? Und wenn ihr Bildhauer seid, dann bekommt ihr zum Beispiel einen großen Stein oder einen Stamm in eurer Werkstatt gestellt. So, und dann müsst ihr anfangen, die Skulptur auszuarbeiten. Mit was fangt ihr an? Genau, wir fangen mit dem groben Werkzeug an. Im Kraftsport, Kniebeuge, Kreuzheben, Military Press, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Dips, so die Basic-Übungen. Mit denen fangt ihr an. Und wenn ihr dann irgendwann mal die Skulptur ein bisschen so ihre Formen hat, dann fangen die irgendwann an, nach einer gewissen Zeit mit der Feinarbeit. Aber erst muss das die Grundstruktur stehen. Und dann kommt die Feinarbeit. Und die Feinarbeit, die machen wir mit feinen Werkzeugen. Und da gibt es dann tatsächlich auch Übungen, die Sinn machen, zum Beispiel den hinteren Einteil der Schultermuskulatur zu trainieren oder verstärkt den Beinbeuger, weil der einfach nicht in dem Ausmaß mitwächst, wie der vordere Oberschenkel zum Beispiel. Dann gibt es das Feinwerkzeug. So, und so arbeitet man sich immer ein Stückchen näher dem Idealbild. Aber jetzt ist das Zwischenzeichen so, dass zu mir natürlich auch Kunden kommen, die Neueinsteiger sind, ein paar Wochen trainieren, und dann sagen, du, ich habe im Internet bei so einem Typ da, der hat echt geile Arme und geile Brust, der hat da die Übung gezeigt, wo er den linken Arm nach unten eindreht und den kleinen Finger nach hinten wegstreckt. Ist das auch was für mich? Oder ich habe da so eine Übung gesehen, wo der eine das Bein nach hinten hochstreckt, mit einem Seil an einer Decke anbindet und dann runtergeht. Ist das auch eine Übung für mich? Und so sind es ganz viele Übungen, die da gezeigt werden, die eigentlich überhaupt keinen großen Sinn machen. Was ist dafür der Hintergrund? Das ist ganz einfach. Der Hintergrund dafür ist, wie soll man denn sonst noch im World Wide Web, wie soll man da noch auffallen? Da muss man ja was Spektakuläres machen. Am besten Kniebeuge auf dem Gymnastikball. Ja, das muss man unbedingt machen, weil nur das wird angeguckt. Alles andere wird nicht angeguckt. Also wird versucht, so spektakuläre wie mögliche Übungen zu machen. Einen guten Buddy dazu, der schon 10 Jahre trainiert, und dann wird behauptet, dass diese Übung wichtig wäre. So, zu was führt es? Genau. Es führt dazu, dass auch hier wieder völlig unrealistische Einschätzungen zum Thema, was kann ich im Sport erreichen, welches Werkzeug nutze ich. Das war's schon wieder. Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, heute zum Thema, was in Instagram und Co. gezeigt wird, muss nicht immer zum Nachahmen empfohlen sein. Freunde, macht's gut, bis bald. Deine Fitness, dein realistischer Bezug zum Thema Fitness und Krafttraining. Meine Aufgabe.